Servus Leute, ich bin Zetabam und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei einem neuen Video und zwar geht es heute um Rückblick, Flashback SBC, die garantierte, die seht ihr im Hintergrund. Die werden wir jetzt erstmal öffnen und das Ganze nicht alleine, sondern gegen den guten Seko. Jo Jungs, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es super und es ist einfach heiß in Berlin. Digga, was heiß in Berlin? Jungs, ich schwör's euch, in München regnet es zwar, aber die Luftfeuchtigkeit ist feuchter. Als, wenn mich Kim Kardashian sieht. Nein, Jungs, der Spaß beiseite, gell? Ich hab mal Real Madrid-Trikot an und das hat was zu bedeuten. Ihr wisst alle, wen ich abgestoßen hab: Luka Modric. Wenn der jetzt hier zurückkommt, ich renn nackt einmal durch die Wohnung und unzensiert machen wir das Ganze. Boah. Geil, liebe Schmidt. Und natürlich haben wir auch eine Folge bei Seko aufgenommen, die kommt allerdings in 2 Tagen. Checkt aber auf jeden Fall seinen Kanal ab, lasst ein Abo da, ein bisschen Liebe, würde mich freuen. Und lieber Seko, was würdest du sagen, däumchentechnisch, was geht denn da heute ab? Letzte Woche haben wir was krasses abgestoßen, 15.000 Likes haben wir geknackt. Wir gehen mal ein bisschen runter, 10.000 Jungs, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Jungs, an die Schwabtische Army hier da draußen. Letztes Video haben wir, glaube ich, 9.000 geknackt. Was ist los mit euch? Müsst euch ein bisschen pushen, da schafft man das. Und übrigens werden wir Full Icon bei First Sky einen ganz coolen, in Anführungszeichen, neuen Prinzip machen. Einfach dranbleiben, da wird jetzt gleich sehen, was abgeht. Und ich würde sagen, bevor wir das Rückspieler-Pack machen, was für Rückspieler-Pack? Bevor wir das Flashback-Pack öffnen, habe ich noch eine kleine Sache, die ich erwähnen möchte. Noch 2 Tage geht die Level-Up-Promo. Ihr bekommt nämlich 30% mit dem Code Tabak aktuell. Und in 2 Tagen läuft es ab, deswegen könnt ihr das auf jeden Fall nochmal abchecken. Und der neue Geschmack, Eistee, Maracuja ist auch noch da. 30% Leute. Und danach eben wieder auf 5%, damit ihr da Bescheid wisst. Und dann würde ich sagen, Bruder, gern bei mir läuft schon runter. Digga, man sieht sogar. Willst du mich verarschen? Digga, ich geh nach der Aufnahme safe duschen. Seko, willst du das Pack öffnen? Also, ich bin bereit. Da kann man, glaube ich, auch Eda Militao ziehen, ne? Ich hab Bock auf ihn. Ja, ja, man kann wirklich so krasse Rückspieler ziehen. Okay, komm. 3, 2, 1. Go. Come on. Komm schon, Baby. So, bitte, Alter. Digga, komm. Ohne Spaß, wenn da was Gutes ist, auf den Nacken von Level Up. Idemo, komm. Bitte. Gib ihm. Welche Flagge? Digga, wenn Kroatien gekommen wäre. Innenverteidiger? Ja, Mann! Boateng, den habe ich abgestoßen. Wie für jeden Flashback-Spieler. Ehrlich? Ja. Was ist bei dir? Fischcheck. Fischcheck, Digga. Der hat gegen Kramaric das Abseits ganz gut aufgehoben, habe ich gehört. Ja. Aber ganz ehrlich, mit Flashback-Boateng kann ich sehr, sehr gut leben. Boateng, ich dachte mir so, als ihr den verloren habt. Marek, aber jetzt ist er wieder zurück. Ich nehme mal mit. So Leute, im Hintergrund seht ihr unser Team, wie es bis jetzt aussieht. 1 Summer Heat, ansonsten 2 Icons und der Rest wird jetzt alles Icons sein. Wir gehen auf den Transfermarkt und ihr werdet es sehen. Und ich hoffe, ihr feiert. Schreibt es in die Kommentare, ob euch so gefällt. Besser als die erste Icon, die kommt, weil das ist ein bisschen langweilig. Ladies and Gentlemen, wir sind auf dem Transfermarkt. Mein erster Spieler, den ich suche, ist LM. Ich habe mir natürlich alle Positionen aufgeschrieben, die ich brauche. Yes. Und du auch. Genau. Und deswegen, bist du bereit? Yes. Erste Position. Komm. Okay. Lass beide suchen. Ich gehe rein. Ich geh auch rein. Let's go. Linker Mittelfeld-Ikone und da gibt's halt gefühlt nur, also die sind böse gemeint, aber die sind alle nicht so stark. Sag du mal zuerst eine Zahl. Ich sag mal eine Zahl und zwar ich möchte die 7. Okay, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Warte, Digga, ich kann nicht ziehen. 4, 5, 6, 7. Okidoki, du hast mir einen gar nicht so schlechten gegeben. Okay. Nicht, dass ich den vergesse, später zu kaufen. Schreiben wir uns den richtigen auf. Dann gebe ich dir, mein Freund, die Nummer 11. Den letzten Mann. Letzter Mann. Das soll der gut. Jetzt bei mir Stürmer spielen? Oh man, hat Position Change oder was? Ja, hat. Aber ja, da muss ich halt mit ihm spielen. Das ist halt ein bisschen. Ja, Bro. Ja. Da kommst du nicht mehr zurück. Keine Chance, Digga. Hätte ich lieber mit Bronze. Ey, scheiße, Mann. Das okay, Mann. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen rüber zur nächsten Position, Digga. Let's go. So, Jungs, wir machen dann weiter. 2. Runde von 7. Ja. Also ich bin ready, ich hoffe du auch. Ich bin ready. Okay, bei mir ist eine gute Spieler dran. Ich werde jetzt übrigens nicht mehr verraten, was. Okay, ich suche. Ich suche jetzt auch, ich drück mal rein. Zack und let's go. Ui, Bruder, meine Spieler, die sind alle geistig unterwegs. Die sind alle gut, ohne Spaß. Okay, also. Sag du zuerst. Ich sag mal zuerst. Ich sag mal die 6 bei dir. 3, 4, 5. Digga, du bist so. Bro, hey. Der will mich doch verarschen, Mann. Digga, da sind 10 gute dabei. Er sagt 6. Alles klar, okay. Er sagt 6. Ich würde gerne so wissen. Ich sag bei dir die Nummer 3. Nummer 3? Ja. Ja? Okay. Nehm ich mit. Ist okay. Okay. Ich nehm's nicht mit, aber ich würde sagen, Runde 3. Da sehen wir den Seko. Ladies and Gentlemen, wir gehen rüber zur nächsten Position. Heute wird nicht viel geredet. Ich bin dran mit dieser Position. Ich werde dir nicht verraten, was. In 3, 2, 1 suchen wir und wir wollen das Pfeffert. Und, Digga, die haben alle Chewabchi auf den Augen. Sag du eine schöne, gute, knackige jetzt. Okay, ich sag mal die 4. Du warst so knapp an diesem Spieler, den ich schon verreihen habe. Okay. Aber den nehme ich gerne mit. Ich sag mal bei dir die Nummer 7.
Ah, ja. Schmeckt oder schmeckt nicht? Ah, schmeckt nicht. Nee. Okay. Nee. Dann würde ich sagen, Runde 4, Mann. Jetzt muss ich warm anziehen. So, Jungs, also, wir sind heiß. Es ist warm hier in Berlin. Ich glaube auch in München. Ja. Oder dieses andere warm. Also, ich bin heiß, Jungs. 3, 2, 1. Lass suchen einfach. Let's go. Die Demo, bitte wichtige Position, Jungs. Digga, es gibt schon. Es gibt viel zu viele Eierkäse. So, jetzt. Mal Seite 1. So, jetzt. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Was willst du mir für eine Zahl geben? Pass auf, ich sag mal zuerst jetzt bei dir eine Zahl. Okay. Und ich nehme jetzt einfach mal die 1. Die 1? Ja. Okay. Nicht schlecht. Ist okay, nehme ich mit. Was gibst du mir? Das ist eine sehr wichtige Position, bitte joke nicht. Aber es gibt viele Positionen, die joke. Warte, also ich fühle es, Dicker. Warte. Ich weiß, du möchtest die 7, aber ich gebe dir die 4. Bro, ich sag nichts, aber du hast mir einen Weltmeister gegeben, die 7 wäre. Digga, zum Glück hast du mir einen Weltmeister gegeben, nicht die 7. Dankeschön. Grüße gehen raus. Virus auf Dose, höchstwahrscheinlich. Ja, Digga. Wir suchen jetzt Position. Es ist eine sehr, sehr wichtige. Der muss Bälle fangen, mehr sage ich nicht. Und er haut eine Zahl raus. Alle, in Demo. Let's go. Lass suchen. Ja. Ich sag ich mal so. Kurz und knackig. Bei ist, dir. Ja, Baba, ja? Komm, sag an. Ich geb dir jetzt die 11. Komm, der letzte Spieler diesmal. Der letzte. Ah, feier ich nicht. Feierst du nicht? Das ist gut. Nee. Was gibst du mir? Du hast mir vorhin die 1 gegeben. Und jetzt gebe ich dir mal die 1. Ja, feier ich. Der ist sehr, sehr gut. Aber vor dem musst du dich fürchten. Ja. Wir gehen drüber. Nächste. Digga, vergiss mir das. Zwei Spieler noch, ja. Vorletzte Runde. Sehr wichtige Position. Einer meiner Lieblingspositionen, wie immer. Sagst du mal eigentlich. Ich starte mal, ich habe viel geredet. 3, 2, 1, let's go. Komm schon. Ja, okay, da ist er auch. Du kannst sogar mehrmals. Einen Spieler geben. Aha, was höre ich denn da mehrmals? Ich habe das Gefühl, wir suchen vielleicht gerade die gleiche Position. Ja. Vielleicht. Und dadurch, dass ich dir die nicht geben will, sage ich mal, ich gebe dir die 3. Oh nee, du hast die genau die gleich. Warte, dann gebe ich dir auch die 3. Du wichst. Ich scheiße. Das war Roberto Carlos, sei ehrlich. Roberto Carlos? Ich habe PT. Was hast du? Ja, ich habe auch PT, aber du wolltest Roberto Carlos. Ich wollte Roberto Carlos. So, das war eine Runde zum Vergessen, Mann. Scheiße, Alter. Ach du Kacke, Digga. Ja, nicht mit mir, mein Freund. Das Finale ist am Start. Danach seht ihr unser Team. Rechts jetzt. Ich hab nichts gesagt, wir suchen. Ich hab nichts gesagt. Was? Rechts? Ja, ich suche auch mal. Was? Ja. Nicht, dass wir wieder gleiche Position haben. Schieß du raus, komm. Sag, in die okay. Kanone. Ich sag mal die 8. Ja? Okay, warte mal. Jetzt muss ich die Zeit geben. 4, 5, 6, 7. Ach, Digga. Bruder. Ja. Du hättest schon ein bisschen gönnen können. Du kannst aber mir den hier gönnen. Komm. Ich gönn dir auf ganz brudermäßig einfach mal die 5. Und hoffentlich kostet der 3 Millionen und du musst ihn bei abstoßen. Ich hab die 6 gezeigt und die 5 ist, Digga, Katastrophe. Katastrophe. Lass einfach weitermachen, bitte. Ja, Bro, was gibt's weiterzumachen? Wir kaufen jetzt die Spiele ein und wir sehen gleich unser Team. Unser Team sieht so aus und ich würde sagen, ich lade den Seko ein. Ich find's absolut knackig. Ich freue mich auf die Spieler. Ja. Vor allem auf PT. Danke dafür. Ich lade dich ein. Ab ins Spiel, Digga. Am Ende gibt's knackige Discards, glaube ich. Aber diese anderen knackigen. So, wir gehen ins Spiel rein. Ibrahimovic. Digga. Ja, Digga. Es geht um 10 Icons. 9 Icons, besser gesagt. Okay. Digga, er macht für Play und es stehen 9 Icons auf dem Spiel. Jetzt geh ab, Digga. Makelele, den hast du mir gegeben auf rechtem Mittelfeld. Du hast auch Racke getrunken vor der Aufnahme. Ich weiß nicht. Digga. Herplay. Ja. Herplay, Digga. Ronaldinho macht weg. Ronaldo. Ey. Der war nie bei Real Madrid, aber Jungs, guter Mann. Digga, weißt du, was mich am meisten motiviert hat zurzeit? Die Leute haben in meine Kommentare geschrieben, Digga, Tabak, er verliert nur noch. Das hat mich aufgeregt, Jungs. Und jetzt ein kleiner Fun-Fact. Noch nie in meinem Leben habe ich so geschwitzt bei einer Aufnahme. Und ich mache jetzt seit 2,5 Jahren YouTube. Noch nie, Digga. Wirklich. Weil ich so keine gut Frage. Bin. Ja, Bro, ist auch so. Was mir auch gerade auffällt, Boateng, den ich gezogen habe, der kostet einfach 500k, glaube ich, als die SPC rauskam. Und Klose, ja, wie ein Zäpfchen, Mann. Slatko! Slatko! Ey, das ist doch so unfair, Mann! Und ich weiß, dass es nicht Slatko heißt. Ich weiß Slatan, Jungs, beruhigt euch. Alles raus. Und Spaß. Nach der Aufnahme, ich schwör's euch. Ihr denkt, das ist so eine Floskel. Ich gehe danach safe duschen. Komm, Slatko! 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 Digga, wie willst du Bomben verteilen? Hallo. Ich glaube, meine Mutter ruft. Ich muss, glaube ich, PC ausmachen. Ist schon zu spät. Ja. Ich geh mal zu deiner Mom. Ja. Wir machen X0 und alle Spiele belastet. Ladies and Gentlemen, Sie sind Zeugen einer Rasur heute. Baby boy.
Kaufen Sie jetzt Level Up 35% und gönnen Sie sich mit dem Code Tabak und werden Sie auch so ein schlechter FIFA-Spieler und nehmen Sie Seko trotzdem hops. Dankeschön. Ich war wirklich kurz weg, Digga. Ich bin kurz weggegangen. Nein. Jetzt? Wer ist das? Wer schießt denn da? Das ist Gigs, Bruder. Das ist 2 Sterne schwacher Fuß. Ey, rot. Warum? Nein, nichts. Was für rot, Digga. Wenn ich rot krieg, dann krieg ich nichts gar nicht. Bitte. Ja, bitte. Bitte. Nein, du bist aber schlecht. Was macht Lehmann jetzt? Besser doch. Let's go, kommt Jungs, kommt! Kommt! Ball holen hier! Kommt! Wir haben noch viel. Da ist dein Bobby, gell? Da ist er, Mann. Aber vielleicht geht der ja gleich. Jetzt noch 3 Discards, Jungs. 2. Halbzeit. Dark Ronaldinho. Was die machen? 2. Halbzeit für den Arsch. Plötzlich andere Spielwelt. Dark Ronaldinho. Nein. Wir sollen. Nein. Nicht verkürzen oft. Oh! Rot, oder? Nein. Ich sag mal rot. Okay, Digga, das ist deine letzte Aktion, gell? Was machst du? Lan, was machst du? Was? Bro! Seko war durch. Aber GG, Bro. 4-1. Das wäre 4-2 gewesen. Hey! Danke, ey. Seko würde mich gern schlagen, aber er kann nicht. Wir sind angekommen beim Biscarden. Seko ist bereit. Ich hoffe, der Puls ist auf 180. Gerade noch so, bevor nichts passiert. Nichts Schlimmes hoffentlich. Mein Freund, welche Formation hast du erstmal? 4-5-1. 4-5-1? Du warst ja auch besoffen beim Teambuilding, gell? Was mich halt anlächelt, ist LMRM. Ich habe 3 Picks, gell? 3 habe ich. Ich schwöre, ich habe noch nie bei dieser Formation, glaube ich, abgestoßen, weil kein Mensch spielt 4-5-1. Du bist der Erste. Und ich nehme den... Ich nehme den Stürmer ZM und LM. Mach mal so. Ansonsten hätte ich noch RM genommen, wenn ich noch könnte. Stürmer ZM, LM. Also, LM war der PT, 90k. Stürmer, ja. Und ein bisschen B, 266k. 266.000. Ja, wer war Best. Das? Okay. Und boah, insgesamt 500k, Digga. Insgesamt, ne? Und Cannavaro noch dazu. 228. Oh, genau. Ja, 500k, Digga, zu heutigen. Schlecht. Ja, dann bin ich eigentlich zufrieden. Willst du dir in den SBC packen oder wie machst du das? Sollen wir das machen? Ja, am besten haust du in den SBC irgendeine und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Jungs, also ich gebe jetzt die Spieler Jab, Cannavaro, PT, Best. Ja. Ja, es tut schon weh, 500k. Und Abfahrt. Ja. Ja, Bro. Dann würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Video. Checkt auf jeden Fall den Kanal von Seko ab, Links oben in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst ein Däumchen da. Haut's, run euer Tabak. Letzte Worte gehen an dich und ciao. Ja, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder, Jungs. Ja, es hat natürlich Spaß gemacht, 500 Cards abzustoßen. Peace.